Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich die Degusta-Box aus dem Monat April. Ja, ich habe mein Augen-Make-up vielleicht ein kleines bisschen darauf angepasst, aber nicht bewusst. Und wenn du Bock drauf hast, darauf mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Degusta-Box ist eine Foodbox, die monatlich erscheint, 15,99 € pro Box und pro Monat kostet. Und ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier vorzustellen. Und ich darf auch eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei. Und mit dem Code Claudi kannst du auf deine erste Box 6 € sparen und bekommst sie dementsprechend für 9,99 €. Was erwartet dich in dieser Box? Bis zu 15 Beauty-Produkte vor allem. Nein, Food-Produkte. Das ist normalerweise hier ein Beauty-Kanal. Falls du neu hier sein solltest, moin, mein Name ist Claudi. Ich mache hier eigentlich vor allem Beauty-Content, aber auch so ein bisschen Food, weil ich esse halt einfach auch unheimlich gerne. Und wenn du Bock auf mehr hast, gerne mal hier unten auf den Abo-Button klicken. Damit würdest du mich halt auch ein bisschen supporten. Und ich würde mich mega freuen. Auf jeden Fall. Bis zu 15 Food-Produkte. Mindestens 20 € Warenwert sollen auch immer in den Boxen drin sein. Und wir werden so immer mal wieder auf eine Geschmacksreise genommen, ne? Also wir haben mittlerweile sogar ein Motto, was ich cool finde. Das feiere ich tatsächlich sehr. Und ansonsten würde ich sagen, ich habe Hunger. Es ist, wie spät? 6:55 abends. Ja, und meine Spange hier hinten. Eigentlich wollte ich eine fancy Frisur machen, Leute. Ich wollte euch mal was gönnen und zeigen, wie wandelbar das ist. Aber diese Spange hat nicht gehalten. Dann müssen wir das jetzt so machen. Ist okay, oder? Auf jeden Fall schauen wir jetzt mal hinein. So, ich habe Hunger. Wir haben hier entweder, also sowohl Basic-Produkte als auch neue Produkte und etwas, was einen auch so ein bisschen mal aus der Komfortzone rausholt. Und das mag ich ganz gerne. Die ist immer wirklich super schwer und prall gefüllt. Und hier haben wir dann Brunch and Lunch als Motto. Das finde ich cool. Manchmal haben wir Alternativprodukte, das versuche ich euch dann auch im Laufe des Videos zu sagen. Hier habe ich irgendwie ein trennendes Auge, läuft ja. Iva Squeeze. Ach, wie. Sowas haben wir hier drin, auch das ist mal interessant, ne? Wie gesagt, das sind auch mal fancy neue Produkte, Leute. Und hier ist ganz schön viel Werbung dieses Mal drin. Ja, okay. Finde ich aber ehrlich gesagt besser, wenn die das so lösen mit so einem aufklappbaren Ding, als wenn du hier so einzelne Flyer drin hast. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Also wir haben hier ja zum Beispiel auch von Davert so einen Flyer drin. Ich mag es lieber, wenn die das hier in diesem Ding mit drin haben. Ja, aber das ist eine persönliche Präferenz, ne? Okay, wir starten mit dem ersten, was hier oben aufliegt, von Vitalis. Salted Caramel Style. Das ist so geil. Mein Freund wird es so feiern. Wirklich so feiern. Knuspermüsli, denn er liebt diese Vitalis Knuspermüslis total. Und Salted Caramel Style ist natürlich der Wahnsinn, Leute. Ich werde es aber auch lieben, glaube ich. 450 Gramm haben wir hier drin enthalten. Und ja, ne? Zeige ich ihm gleich. Und dann wird er wahrscheinlich seine Meinung von, wir essen heute Abend Brot. Wir essen heute Abend Müsli ändern oder morgen zum Frühstück mal gucken. Liebe ich. Also Müsli. Ich esse morgens immer Müsli. Das ist so meins. Und am Wochenende zieht mein Freund dann auch ab und an mal mit. Gerade wenn wir dann hier zum Beispiel so dann auch in den Garten gehen oder renovieren oder so, dann hast du einfach schon mal ein bisschen Power für den Tag. Ich weiß, dass ein Müsli jetzt nicht wenig Kalorien hat oder wenig Zucker oder sowas, ne? Aber ich bin eine erwachsene Frau. Ich glaube, dass ich das mittlerweile für mich auch ganz gut entscheiden kann, ob ich mir jetzt ein Brot esse oder Müsli esse, ne? Dann habe ich hier was drin. Achso, hätte man da was anderes drin haben können? Nee, das ist vor allem auch noch das Produkt des Monats. Ja, sehr cool. Und das ist das Vitalis Müsli des Jahres 2023. Das wissen die jetzt schon im April. Okay. Ich habe ein Pizza-Topping hier drin. Das ist witzig. Da habe ich gleich eine Geschichte zu. Santa Maria Pizza-Topping Garlic and Onion. So, hier sind 275 Milliliter drin. Man würde das jetzt erst so denken, hä, wieso das denn über eine Pizza? Sind die jetzt alle vollkommen durchgeknallt? Naja. Also, die Pizzalieferanten-Geschichte unseres Vertrauens hat es eine ganze Zeit gemacht, dass die immer so ein, also grundsätzlich mitgeliefert haben, so ein kleines Pöttchen, wo eben so ein Dip, so ein ähnlicher Dip auch immer drin war. Und ich habe das so hart gefeiert, dass ich dann irgendwann in Action gegangen bin und mir dann diese, es gibt ja Knoblauchsoße, es gibt Zwiebelsoße, also mega. Habe ich diese Knoblauchsoße gekauft und immer wenn wir dann auch Pizza bestellt haben, auch von anderen Lieferanten, ne, habe ich das dann da reingedippt und gegessen, weil das so lecker war und ich wusste aber nicht, dass es sowas als Produkt tatsächlich schon gibt.
Ich finde das wirklich cool und das wird auf jeden Fall ausprobiert. Hat jeder das drin? Nee. Man hätte alternativ auch noch irgendwie eine andere Pizzasoße drin haben können oder zwei andere Barbecue-Soßen. Okay, schade Schokolade, ne? Das wäre dann ganz cool für euch auch gewesen, mal zum Testen. Ansonsten, wie gesagt, im Action gibt es auch so eine Knoblauchsoße, die einfach hammermäßig ist und auch dafür vollkommen gut geeignet ist. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen freaky vom Geschmack her. Aber ich bin ja auch sowieso jemand, heute habe ich zum Beispiel halbe Hähnchen vom Hähnchenwagen geholt. Mein Papa war da und hatte dem Maler beim Tapezieren geholfen. Und dann haben Papa und ich einfach hart unser Hähnchen da reingedippt. Ne? Also das ist halt so voll unser Ding in Apfelmus. Habe ich das gesagt? Nee, in Apfelmus haben wir das reingedippt. Das ist so unser Familiending, glaube ich. Wir sind da sehr merkwürdig unterwegs. Aber es war, also ich fand es sehr lecker. Gut, dann habe ich hier noch was drin. Und zwar, genau, diese Eiwa-Squeeze-Mild-Geschichte. Finde ich total klasse. Potrafka. Potrafka? Sauberes Dosieren ohne Tropfen. Und das sind 310 Gramm. Und ich weiß nicht, wer von euch sich dieses Community Kochbuch schon von Danny Pelletier aus dem Pelletier Verlag geholt hat. Da gibt es drei verschiedene Editionen mittlerweile und mit dem Code Claudi kannst du übrigens auch eine Autogrammkarte für Umme mit dabei bekommen und supportest mich halt auch damit. Auf jeden Fall habe ich da Claudis weltbeste Paprika Carbonara reingepackt und das hat mit Eiwa überhaupt nichts zu tun, oder? Doch, in der Paprika Carbonara ist Eiwa drin. Okay, ich dachte, ich erzähle gerade schon wieder Blödsinn. Okay, auf jeden Fall, genau, gehört da Eiwa rein, Claudia. Boah, manchmal rede ich wie ein Wasserfall und denke einfach nicht mehr. Egal. Das ist, ja, seitdem haben wir halt immer Eiwa zu Hause. Darauf wollte ich hinaus. Okay, guten Morgen. Und ja, bin jetzt froh, dass wir Eiwa haben. Mensch. Und letztens habe ich das nämlich nochmal gemacht. Und da war ich froh, als ich halt noch ein Eiwa-Gläschen hatte. Und ich glaube auch, dass wir das mal in einer Degusta-Box drin hatten. Das ist nämlich bis zum 5.9.24 haltbar. Bis dahin habe ich bestimmt fünfmal dieses Gericht gemacht, weil ich es einfach liebe und das so einfach ist. Dann habe ich hier was drin. Loslassen. Auch von Santa Maria. Das ist interessant. Das habe ich, glaube ich, bei Danny und Maxim auch schon mal gesehen, dass sie das öfters gemacht haben, oder? Santa Maria Thin and Crispy Pizza Tortilla. Meine ich schon, dass ich irgendwann mal in einem Video, als Maxim auch noch in seiner alten Wohnung gewohnt hat, dass sie einfach so Tomatensoße auf eine Pizza gemacht haben und dann so Sachen drauf und dann in den Ofen. Waren die das? Ich weiß nicht. Ich habe das auf jeden Fall schon mal dort, glaube ich, gesehen. Auf jeden Fall, glaube ich. Vier Tortillas sind hier drin. Das heißt, man kann entweder zwei Stück davon essen oder halt, ne? Nicht, boah, fange ich dieses Video jetzt neu an zu drehen? Irgendwie bin ich vollkommen verpeilt. Nein, wir ziehen das jetzt durch, Leute. Also, auf jeden Fall haben wir das hier. Und auch das hier ist eine Idee, die halt durch andere Leute entstanden sind, weil die gesagt haben, das ist doch voll die gute Idee, diese Tortilla-Wraps zu nehmen und das wie eine Pizza zu machen. Und hier hat sich einfach der Hersteller gedacht, okay, wenn das ein Trend ist, dann mache ich daraus einfach mal ein richtiges Produkt, was man so kaufen kann. Das ist einfach cool. Und hier ist doch bestimmt auch irgendwie sowas Rezeptähnliches oder so mit dabei. 5 bis 8 Minuten muss das nämlich nur in den Ofen, was echt kurz ist, ne? Richtig cool. Und du kannst es ja im Prinzip so belegen, wie du willst. Finde ich gut, werde ich demnächst mal mit Schatzi abends auch einfach machen. Dann haben wir hier was drin. Irgendwie, alle Produkte sind so ein bisschen Herzensprodukte. Grafschafter Goldsaft, da hat meine Mama damals immer diesen Zuckerrübensirup auch bei uns zu Hause gehabt. Das ist so witzig. Ich habe mir den letztens einfach aus nostalgischen Gründen nachgekauft und jetzt haben die hier in der Degusta-Box das Produkt drin, nur halt mit Apfel auch noch am Start. Das ist natürlich witzig. Zuckerrübensirup und Äpfel. Und das kannst du dir einfach auf dem Brot machen, ne? Und ich gebe mir da gerne einfach eine Schicht Butter oder Margarine halt drunter, damit das nicht so durchsuppt. Aber ich finde es cool, weil mein Zuckerrübensirup, den ich halt jetzt noch bei mir zu Hause habe, der ist fast leer. Und ich hätte mir sonst einen neuen gekauft. 100% heimische Früchte, ja, guck. Und dann noch mit Apfel. Das muss ich ausprobieren. Vor allem ist meine Mom ja auch öfters da, dann lasse ich die das auch mal probieren. Vielleicht mal so in die neue Generation von ihrem All-Time-Favorite zu Hause in meinem Elternhaus immer gegessen, ne? Dann habe ich hier ein Getränk am Start. Wir haben ja auch Getränke manchmal mit drin. Mate ist das. Original. Erfrischendes Mate-Teegetränk. Extra viel Koffein. Auch hier eine Geschichte. Ein Azubi von uns hat immer Mate getrunken. Meine Güte, der hat echt sehr, sehr viel Mate getrunken. Und der sagte, dass es halt auch irgendwie viel gesünder ist und so. Das war so ein richtig sportlicher Typ, ne? Und ja. Ich habe das mal probiert, fand das jetzt nicht so berauschend vom Geschmack her, muss ich leider gestehen. Aber ich glaube, morgen werde ich mir das mal gönnen. Also jetzt ist halt
kurz nach 7 abends, da brauche ich mir das nicht reinziehen. Aber ich glaube, morgen kann ich es mal probieren. Für wache Tage und lange Nächte, so frisch und munter wie du. Ja, ne? Kann man sich auf jeden Fall mal ausprobieren. Also hier sind wirklich fancy Produkte diesmal in der Box. Das gefällt mir jetzt schon richtig gut. Dann habe ich, ach so, Alternativen, Claudi. Gab es für irgendwas Alternativen? Nö. Sehr schön. Dann habe ich von Davert etwas hier drin enthalten. Hafer Porridge Cup, Schokolade mit Kakaonips. Auch sowas mag ich sehr, sehr gerne. Porridge, finde ich, ist einfach so ein schnelles, easy peasy Gericht, was man sich halt machen kann. Das macht satt und hält halt auch eine Weile satt. Es ist relativ gesund, auch nur relativ, aber naja. Und ja, ist halt auch dann mal eine warme Mahlzeit. Ne? Also manchmal hat man einfach das Bedürfnis, sich mittags was Schnelles, Warmes zu machen und greift dann einfach schnell zu Fertiggerichten. Aber sowas ist halt in dem Sinne irgendwie ja auch ein Fertiggericht, aber halt nicht so ein, es ist keine TK-Pizza, das ist halt was anderes. Ne? Deswegen finde ich sehr gut. Hier habe ich noch was drin. Das hatte ich schon öfters mal gegessen. Cliff Bar, Snack Bar, Mini, Chocolate Chip. Das ist relativ trocken, aber trotzdem lecker. Also, ne, finde ich grundsolide. Hatte ich auch mal irgendwie in der Box drin. Und ich weiß nicht, ob man da zwei drin hätte haben können. Mini Chocolate Chip. Hier sind Chocolate Chip und Chocolate Chip. Also ich müsste hier theoretisch noch irgendwo einen zweiten finden. Mal gucken, wo der gleich abgeblieben ist, ne? Das ist einfach so ein kleiner, schneller Snack zwischendurch. Die Degusta-Box hat die Innenverpackung etwas geändert. Sie sind nachhaltiger geworden und haben nicht mehr die Luftpolsterfolie, sondern jetzt offensichtlich Papier. Und hier habe ich Marmelade drin von Mühlhäuser. Fruchtig lecker Erdbeere Premium Qualität. Hier hätten wir aber auch unterschiedliche drin haben können. Und zwar Erdbeere, Aprikose oder Himbeere. Ja, Erdbeere ist so ein All-Time-Favorite, ne? Das geht halt immer. Ich bin ja vollkommen bei Marmelade-Team Kirsch-Fan. Und Marmelade in Foodboxen feiere ich immer grundsätzlich, weil nämlich ich esse ständig auch Marmelade. Also das ist halt auch echt zum Teil was. Ich esse Marmelade zu Nudeln, ich esse Marmelade im Vanillepudding, ich esse Marmelade auf Brot natürlich, ne, mit Käse zusammen oder ohne Käse. Ich mag Marmelade gerne, wirklich. So, das nächste ist auch ein Glasteil. Das wird dann eine Flasche Bier oder so sein. Nee, keine Flasche Bier. Sehr angenehm. Mr. Low & Co. Good Looking Taste Thousand Island Dressing. Ja, es kommt doch jetzt die Grillsaison. Da können wir auf jeden Fall ein schnelles Dressing benötigen. Brauchen, wie auch immer. Weil so einen grünen Salat, den kann man sich halt auch mal eben schnell kaufen. Ne? Und dann hast du aber zu Hause auch noch so ein schönes Dressing, was du drüber machen kannst. Und das ist mal ein bisschen was anderes. Es hätte auch noch andere Dressings gegeben. Und zwar Balsam-Essig und Caesar. Ich bin sehr, sehr froh, das Thousand Island Dressing zu haben, weil das einfach mal was anderes ist. Und das hier ist auch noch vegan, glutenfrei, laktosefrei, sojafrei und mit Süßungsmitteln. Ja, ohne Zucker, ohne Fett. Hä? Aber mit Süßungsmitteln? Auch interessant. Muss ich mal ausprobieren, ne? Sieht sehr, sehr flüssig aus. Das wird ausprobiert. Das finde ich cool. 0% Sugar and Fat. Sowas finde ich auch nett. Zahn rein. So, und hier ist noch mehr eingepacktes, aber was ganz Großes. Okay, aber ich habe nur ein Cliff Bar. Also, hier sind zwar zwei... Oh, nein, doch nicht. Ui. Tatsächlich ist hier noch ein zweites. Ja, ich möchte es nicht unterschlagen. Ne? Okay, hier habe ich dann noch ein bisschen was zu trinken. Und zwar, liebes Degusta-Boxen-Team, vielen, vielen Dank, dass ihr eine alkoholfreie Box gemacht habt. Feiere ich wirklich. Light Life 0,0% Hugo finde ich super. Auch das ist jetzt so ein schönes Getränk. Das kommt direkt in den Kühlschrank. Das kann man sich einfach auch dann mal trinken, ne? Wenn man dann so auf der Terrasse sitzt und die Sonne scheint und man gönnt sich einfach einen schönen Feierabend alkoholfrei, Hugo. Ne? Finde ich gut. So nämlich. Und das ist eine schöne Flasche, das ist mit so einem Korken, das ist richtig edel. Das mag ich gerne. Also das ist eine ganz, ganz tolle Box dieses Mal gewesen und ich freue mich darüber. Wirklich. Ist gelungen. Vieles davon wird hier super schnell auch vernichtet werden, aufgegessen werden. Und andere Sachen brauchen dann noch ein kleines bisschen, brauchen einen Anlass, aber das kriegen wir auch hin. Also richtig, richtig gelungen. Schreibt mir aber auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare rein. Da können wir uns gerne mal austauschen, denn das Schwarmwissen ist immer super, super wichtig.
Ja, ihr Lieben, das wäre es dann auch hier schon von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!